Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Let's Play. Ja, ich habe mittlerweile drei Enderperlen, genauso wie wir brauchen, aber kein Blaze-Zeugs ist dabei, nein. Außerdem habe ich jetzt gerade noch Obsidian gefarmt und das Feuerzeug gemacht. Zum Obsidian-Farmen kommt jetzt ein kleiner Clip. Viel Spaß! So, und ja, ich habe beschlossen, jetzt hier mal ein Nether-Portal aufzubauen. Creepy Sing. Tadam. Tadam. Und tadam. So, dann zünden wir den ganzen Scheiß hier mal an. Und gehen da mal rein. Sollen wir da reingehen? Ja, müssen wir eigentlich, glaube ich, schon. Sonst haben wir eigentlich alles markiert. So, und wir kommen bei dem hier wieder raus. Ist ja interessant. Wenn ich jetzt aber in den hier wieder reingehe, dann kommen wir bei dem wieder raus. Ja, super. Das heißt, ich muss mir jetzt ausrechnen, also ich habe das eigentlich mit Nether-Portalen und so habe ich das eigentlich noch nie wirklich gemacht. Aber ich glaube, ich weiß ungefähr, wie es funktioniert. Sprich, ich muss jetzt, um zu dem anderen Nether-Portal zu gelangen, muss ich quasi in der Hölle ein Nether-Portal in der Richtung bauen und X- und Y-Koordinaten, die quasi ums Achtfache kleiner sind, glaube ich. Weil ich glaube, ein Block... in der Oberfläche, also in hier, sind 8 Blöcke, unten in der Hölle ein Block. Ja, ich werde das Ganze jetzt mal ausprobieren und dann sehen wir uns wieder. So, und hier angekommen. Ich habe gerade eben ein bisschen frei gearbeitet. Mit Efficiency geht das wirklich super. rein theoretisch müssten wir jetzt hier sein, wo das Portal hinkommen würde, wenn es denn stimmt, was ich denn so ausgerechnet habe. Setzen wir es einfach mal daher und schauen, was passiert. Ups. So, neues Portal. Und wir kommen raus im End. Und werden sofort attackiert von Silberfischen. Was nicht so toll ist. Aber was... eigentlich... auch kein Problem sein dürfte, das zu vermeiden. Und da sind wieder irgendwo die... scheiß... Klöpferer. Hier machen wir mal kurz dazu. So, ich gehe mal wieder zurück und schauen wir mal, ob wir auch wieder... zurückkommen, wo wir rauskommen wollen. Hier sind wir auf jeden Fall in diesem Teil. Sehr gut. Und jetzt einfach nur noch da zurück. Da nicht runterfallen. Ich habe noch keine Safety Ways gebaut. So, und da ist unser anderes Portal. Schauen wir mal, ob das noch funktioniert. Jawohl, wunderbar. Wir haben es hinbekommen. Das freut mich sehr.
Gut, dann schätze ich mal, dass ich da den Weg erstmal vielleicht sicherer mache, vielleicht auch schon Schienen draufsetzen werde oder so. Aber was ich auf jeden Fall mal machen werde, ist eine neue Rüstung holen. Ich schätze, Eisen dürfte reichen, jeweils Level 1 Enchantment. Und ja, dann könnten wir uns demnächst nämlich auch mal ins End begeben. Ob wir das diese Folge noch machen, weiß ich nicht, aber ich schätze wahrscheinlich schon. Also genau. Bis gleich. So, und da sind wir wieder. Ja, ich bin soweit komplett bereit. Ich habe mich gut ausgerüstet, denke ich mal. Hier sind die letzten drei Enderaugen und diese schwulen Silberfische, die nerven vielleicht. Ja, ich habe ein paar, also hier habe ich noch ein paar extra Zeug, hier auch schon die Püsten dann später, noch ein extra Schwert, falls wir sterben sollten. Ein paar extra Pfeile, noch ein paar Dinger zum Schmeißen und ansonsten hier nur Instant Health und Speed nochmal und Strange habe ich auch noch für zweiter und hier noch Kopf. Mal schauen, ob wir den brauchen. Je nachdem. Was ich jetzt einsehe, was ich jetzt nicht dabei habe, sind wirklich Blöcke. Ich glaube, ich hole mir kurz noch wenigstens einen halben Stack oder so. Ich wusste, dass ich irgendwas vergessen habe. So. Ja, ich habe letztens, also jetzt vorher gemerkt, dass ich ja da übrigens oben eine Ersatz-Fackeln-Stack habe, aber ich nicht gut doof aufgepasst und was weiß ich, deswegen nicht. What the fuck? Bist du in dem Raum? Nee. Ich glaube, wir haben definitiv unten drunter einen Spinnenspawner. Müssen wir mal abchecken. So, aber als erstes packen wir mal alle Enderaugen rein und trinken unseren Scheiß. So, Instant Health. Rüstung anziehen. Und wegen mir kann es eigentlich losgehen. Okay, soweit sieht es schon mal ganz gut aus. Wo ist der blöde Drache? Noch ist er nicht da. Das heißt, wir bauen uns erstmal ein Safety Rail außen rum. Müssen nur mal aufpassen, nicht, dass er auf einmal kommt. Noch sehe ich ihn wieder nicht mehr. So. Das da oben sieht nach einem hohen Turm aus. So, Speed und Strange haben wir an. Schon sind die ganzen Blöcke wieder fast weg. Gehst du mal da hoch jetzt? Oh, ich glaube, er kommt gleich irgendwo. Wenigstens haben wir ein bisschen Reacher, Strange und so. So, und jetzt müssen wir den ganzen Scheiß hier ausschalten. Der ist richtig scheiße schwer da oben, glaube ich. Ah, oder auch nicht. Du gibst erstmal Ruhe da. Und dann nicht mal eine Enderperle droppen lassen, ist ja wieder typisch. Drache ist da hinten. Müssen eigentlich nur auf die Endermans aufpassen. Was ich gerade momentan nicht so toll mache. Sehr gut. Ich glaube, wir haben hier ein ziemlich großes End erwischen. Oh, das sind ganz schön viele.
Ups. Lässt du mich in Ruhe? Das glaube ich war gerade der Drache. Uiuiui. Schon wieder keine Enderperle droppen lassen. Da ist eine Pizza. Lässt du mich in Ruhe? Was, da hinten sind ja noch mehr. Schauen wir mal, ob wir den von hier aus bekommen können. Nee, schaut nicht so aus. Also das Ende ist wirklich riesig. Diesmal nicht, mein Freund. Ich muss definitiv meinen Kopf niedriger halten. Ich brauche wieder was zu essen. Da glaube ich, komme da gleich wieder. Perfect Shot. Da scheint es zu Ende zu sein. Gut, ich glaube, das dürfte so ziemlich alles gewesen sein. Jetzt müssten wir nur noch den Drachen bekämpfen können. Müssen, sollen, dürfen. Aber dazu muss er auch mal herfliegen. Ich begebe mich schon mal in Richtung Heimat. Strange haben wir noch. Genau. Ansonsten sieht hier alles sehr aus, sehr, sehr ausgeschaltet aus. Was die Türme so betrifft jetzt hier. War wieder klar. Dann haben wir ihn schon. Genau, hier ist das Teil. Dann brauchen wir jetzt nur noch den Drachen. So weit, so gut. Da das Ganze jetzt ein bisschen länger dauern wird, werde ich jetzt hier das Ganze in ein bisschen speedmäßig machen. Also wir sehen uns gleich wieder. Im Speed Super Fast Mode. Nachdem ich ihn nochmal gehittet habe. Naja. Bis gleich.
So, und da bin ich schon einen Schlag zu spät leider, aber das machte nichts. Ja, ich habe ihn gerade eben so getötet. Finally. Yes, Baby, yes. Und da kommt das XP nur so runtergesaust. Und bevor wir das allerdings alles aufheben. Ups, 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 reicht schon, reicht schon, reicht schon. Reicht schon, habe ich gesagt. Denn ich möchte das Ganze ein bisschen klüger machen. Nennen wir es mal so. Ich werde zwar trotzdem noch einen Haufen bekommen, doch da oben eben. Vielleicht kann ich die da einfach nur so runterziehen lassen. Genau, fast. So, wir springen einfach mal rein. Das kennen wir ja schon alles. Und jetzt haben wir keine Level mehr. Warum ist das so? Interessant. Ich glaube, dass es da wieder ein Bug ist. Ich logge mich mal nochmal ganz kurz ein und nochmal aus. Ich hoffe, dass sie wieder da sind. Bis gleich. So, da sind sie wieder. 39 Level. Naja, immer noch besser als alles auf einmal aufzusammeln. So, und wir müssen jetzt hier wieder runter. Und dann hier einmal durch und hier rein. Wunderbar. Und den Weg entlang sausen kurz. Denn ich möchte immer gleich enchanten und nicht alle Level auf einmal aufsammeln, denn wenn man es alles auf einmal einsammelt, dann verliert man im Prinzip ein paar Level. Weil sie ja ab, glaube ich, Level 30 braucht man so und so viele XP-Punkte, um ein Level voll zu bekommen. Und dann machen wir es lieber so. Dafür laufe ich halt lieber ein bisschen öfters. Ja, was werden wir enchanten? Als erstes würde ich sagen, enchanten wir, als erstes gehen wir erstmal hoch und holen uns das ein paar Diamanten, denn ich möchte gerne Schuhe enchanten, ich möchte ein neues Schwert enchanten und ja, wenn es noch geht, noch eine Axt. Aber Schuhe und Schwert ist jetzt erstmal vorrangig. Ich glaube, dass wir Schuhe ganz als erstes machen. Also jetzt gleich sozusagen. Lalalalalala. Das dauert immer hier, das ist der Wahnsinn. So. Verschwinden tun ja die XP-Punkte nicht, solange man nicht in dem sich nicht im End aufhält. Wir haben schon mal zwei Endsteine. Packen wir mal da weiter rein. Pfeile kann ich dabei wieder hier hin tun. Den ganzen Scheiß nehme ich jetzt mal dabei noch mit. Genau. Da, auf das da. So. Und wir brauchen Diamanten. Dann nehmen wir einfach mal den Haufen mit. Und gehen nach unten. Und dann würde ich sagen, schlafen wir auch gleich hier. Weil dann spawnen wir direkt hier und haben dann nicht mehr so weit. Und da ist ein Enderman. Hui, hui, hui. I'm looking at you. So. Einmal hier rein. Und hier mal die Fackeln abreißen. So. Also, wir brauchen Schuhe. Brauchen ein Schwert. Nicht so geht. Genau, und ja, den Rest schauen wir dann mal, wie viel wir halt noch rausbekommen. Aber ich denke schon, dass da noch ein bisschen was drin sein dürfte. Also gut, wir gehen mit dem 9. Mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und Feather Falling 4 Protection 3. Genau das, was ich wollte. Yes, Baby, yes. Erster Versuch, gut geglückt. Gut, dann zweiter Versuch. Zweiter Versuch, zweiter Versuch. Wieder ein paar XP-Level holen. Und dann wieder raus. Bei dem nehme ich jetzt gleich mit. Oben spawnen und dann müssen wir immer hin und her schwimmen.
Genau. Dann gehe ich jetzt wieder zurück und hole wieder neue XP-Level und dann sehen wir uns wieder an meinem Chanting-Table. Bis gleich. So, und jetzt wieder da. Und ich sage euch, ich glaube, wir kommen noch 10 Mal hier heute her, weil es geht ja echt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So krass schnell. Ich bin nur ganz leicht hingelaufen. Zack. 37. Also das ist echt Fireaspect zu Bane of Acraport 2. 4. Schwul. Schwul. Mega schwul. Aber wir haben ja noch ein paar Versuche. Ich habe mein Bett jetzt hier hingesetzt, damit wir noch schneller da sind. Ja. ja. Bis gleich wieder mit Level 30. Nein! Es ist passiert. Genau das, was ich befürchtet habe. Aber es ist nicht passiert, als ich entlang gelaufen bin. Nein, ich wollte nämlich eine Sicherheitsbrücke bauen und bei der Sicherheitsbrücke bauen bin ich runtergefallen. Mann! Ich hoffe noch, dass ich... Ich hatte dann natürlich kein Eimer Wasser in meinem Inventar, so wie sonst immer. Ich habe es noch probiert, die Spitzhacke wegzuschmeißen. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob ich das Schwert habe ich weggetan. Flame, Bogen, Schwert. Mein gutes Schwert nebenbei noch bemerkt. Ist definitiv weg. Der Bogen, glaube ich, ist sogar noch rausgefallen. Ich weiß es auch nicht genau. Mann. Scheiß Kackhaufen, wenigstens nicht mit Level 30 und so. Das wäre noch ein bisschen schlimmer, aber trotzdem ist es ärgerlich. Haben wir denn hier irgendwo Blöcke da? Ja, haben wir. Zum runter oder raufbauen. Weil ich wollte quasi jetzt eine Sicherheitsbrücke, zumindest da wo die Lava ist, machen. Und dann kommt auf einmal die Lava daher und ich bin halt runtergesprungen. Genau, da bin ich runtergefallen. Jawohl, die Leitern haben überlebt. Und mein Schwert auch. Und meine Schuhe. Und ein Eimer Wasser. Ah, fuck, hier gibt es ja gar keine Möglichkeit, Wasser zu setzen. Nein. Naja. Besser als wenn alles weg ist, aber... Trotzdem noch scheiße. Naja, kann nichts dagegen tun. Jetzt haben wir wenigstens noch mehr Sachen, die wir enchanten können, müssen, dürfen, sollen. Neuen Bogen. Dann... Joa. Schuhe und so, das haben wir zum Glück alles nicht mitgenommen. Das wäre mega scheiße, wenn wir das jetzt alles gleich wieder verloren hätten. Naja. Hilft euch nix. Ah, unser Fleisch ist auch weg, nebenbei bemerkt. Das ist nicht so gut. Dann müssen wir wohl gleich nochmal ein bisschen hoch. Aber naja. Ich weiß gar nicht, ob ich hier noch irgendwas zwischengelagert habe. Ich glaube, 3 Brote sind hier noch da. Din, 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 genau. Aber ansonsten ist hier auch nichts mehr. Dann legen wir das ganze Zeug hier gleich mal ab. Und schauen hier wieder rein. Und springen da wieder rein. Genau. Vorher habe ich mal einen Enderman angeschaut. Ah, scheiße, die Enderperle ist jetzt auch wieder weg. Aber wurscht, wir haben jetzt halt die Möglichkeit genug zu finden. Und so wie es ausschaut. Wow. Ah, gut. Nur ein visueller Bug. Wollte gerade schon sagen, so wie es ausschaut, verschwinden doch die Level. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich da hochkommen soll. WTF, warum steigen meine Levels nicht? Ja, irgendwas ist da schon wieder komisch, nicht? So, sondern so. Hä? Ja, super. 49. Brauchen wir nicht. Wie komme ich jetzt hier wieder hoch, verdammt? Es gibt keine Möglichkeit. Weil ich Vogel keine Blöcke dabei habe. Nö. Zifix. Gut, einmal bitte töten.
Ja, töten. So. Gut. Also ich hole mir wieder ein paar Blöcke und den ganzen Scheiß und dann komme ich gleich wieder. Gut, bis gleich. So, und wieder da. Ich habe mir wieder neue XP-Level geholt und eine neue Axt gemacht. Beziehungsweise Spitzhacke. Sechste Mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und Fortune 2. Was für ein Fail. Einfach nur Fail. Ich meine, hallo, Level 30 und dann nur Fortune 2. Geht's noch? Definitiv nicht. Gut. Auf ein neues. So, und die nächste Axt. Spitzhacke. Beim vierten Versuch. 1, 2, 3, 4. Silk Touch, Unbreaking 3, Efficiency 4. Nicht schlecht, nicht schlecht. Nehme ich. So, und jetzt der Bogen noch. Auch wieder beim vierten Mal. 1, 2, 3, 4. Power 3, ey, was für ein Schrott. Einfach nur Schrott. Ah, ich schau mal, ob wir noch eins rausbekommen können. Ich glaube auch nicht. Bis gleich. So, und ja, es sind sich nochmal 35 ausgegangen. Es sind sogar noch ein bisschen was da, aber jetzt ist nur noch eine einzige Kugel da, glaube ich. Also wir kommen vielleicht nur auf 10 oder so. Aber nicht schlimm. Wir haben heute sehr viele Enchants gemacht. 1, 2. Und die meisten davon sind einfach nur scheiße. Na toll. Jetzt habe ich ein paar Silktat-Spitzhacken. Eine neue Kack-Fortune-Spitzhacke. Aber wenigstens haben wir einmal Feather Falling. Scheiße. Scheiße. Ja, ganz gut. Scheiße. Eigentlich. Naja, gut, ist halt eine reine Selektor-Spitzhacke. Scheiße. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, war das auf jeden Fall ein Erfolg. So, wir sehen uns beim, ja, beim Ender. Im End. Bis gleich. So, und wieder hier angekommen. Ja, ich habe jetzt mal eine Spitzhacke mitgenommen. Werden wir uns nun das Ender, den Enderdrachen Auge Ei holen. Ender Dragon Ei. Ja, Drachenei, so heißt das Teil. Das werden wir uns jetzt holen. Das nehmen wir auch gleich nochmal mit. Ansonsten haben wir, glaube ich, eigentlich alles. Ja, dürft schon hinkommen. Dürft schon hinkommen, dürft schon hinkommen. Ansonsten sollen wir da irgendwas gleich noch reintun. Nö, das lassen wir erstmal alles noch da. Braucht eh keiner. Den oben habe ich genug Eimer, also passt auch. Gut. Hier sind die ganzen Silberfische, das heißt, wir gehen da wieder rein. Wow. Seid mir aber nicht böse, oder? So. Ja, das eine XP-Teil, das ich gemeint habe, das war irgendwie nicht mehr da. Und ich finde es auch lustig, ey, man, also, ihr seht das selber, die XP-Level verschwinden immer. Ich habe jetzt knapp fast Level 6 oder so. Da stimmt irgendwas nicht ganz so, wie es sein soll, glaube ich. So, wir machen das hier auch noch zu. Das hier auch noch. So. Und jetzt holen wir uns das Drachenei. Yay! Drachenei, Drachenei, Drachenei. Boah, das geht ja übelst langsam mit diesen Schulen. Also, nicht Efficiency, meine ich. Das ist halt eine reine Silktouch-Spitzhacke eigentlich. Ansonsten dauert das ja ewig. Ich lasse das gleich mal so zu. Genau. Ja, vorerst wären wir hier soweit. Ich denke auch, dass das für heute End genug war. Und dann schauen wir nochmal hier rein. Hier haben wir die ganzen enchanteten Sachen. Ist einiges zusammengekommen. Und ich würde sagen, ich lock mich, beziehungsweise ich weiß gar nicht, kann ich vielleicht sogar. Ne, er checkt's nicht. Ne, das müssen wir noch anders machen. Oh, das mache ich da mal abseits. Das Bett, das nehmen wir wieder mit. Jetzt brauchen wir wieder ein neues Boot. Zack, 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 zack. So, höher. Mit dem Drachenei in der Hand geht's nach oben.
zu unserem Haupthaus. Und von dort aus werden wir dann auch diese Folge für heute mal beenden. Da unten sind schon wieder ein Haufen Slimes drin, sehe ich. Du kleiner netter Mensch. Mann, ich hasse Boote. Solange kein, ja, Festung irgendwo in der Nähe ist, ist okay, aber sobald irgendwo was Festes daherkommt, So, auf jeden Fall habe ich ja gesagt, wir werden uns eigentlich wieder einen Kuchen craften, aber ich habe mir gedacht, diesen Platz sollte nun endlich. Scheiß Bugs. Dieses Ender. Ja, Ei. Ender Dragon Ei bekommen. Und den setzen wir hierher. Und ja. Schöne Position dafür. Bevor es mal wirklich ausbricht, hat er sofort schöne Übersicht und weiß genau, ups, hier bin ich falsch, da kann ich wieder gehen. Okay, unsere Spitzhacken und so, das Zeug, das räume ich später noch alles irgendwie auf. Das Bett stellen wir gerade noch schnell hin, damit das hier wieder komplett ist. Und mit diesem neuen Anblick verabschiede ich mich für diese heutige Aufnahmesession. Bis zum nächsten Mal. Servus. Do 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 subscribe.